Okay. Dann holen wir jetzt erstmal den Clemens. Das war Clemens Barwitzki, TSV Stadion 38-23, Platz 3. Darfst du einen Teilnehmer? Clemens Barwitzki. Das ist mir ja gleich Erster. Hallo. Julian, dann ist ein Bischof. Mein Gott. Lass doch die Julian rein. Dann rufen wir schon mal den Platz 2, während wir hier den Clemens begrüßen. Platz 3. Lennart Grube, SG Wasserrad Norderstedt. 2908, Platz 2, Lenny Julian. Und auf Platz 1, Johannes Rach, Köpenicker SV, Neptun SV, 26-16. Jawohl. Johannes Rach. Okay, das sind sie. Ich sehe das nicht, sorry, das habe ich gedacht. Ich gehe nochmal rüber mit einer kleinen Umstellung. So, Herrschaften, jetzt drehen wir den Höhepunkt entgegen und wir wollen euch nicht vorenthalten, wir wollen die Handzüge führen. Bevor das passiert, wird es noch, und da müsst ihr euch gedulden, ein kleines Zwischenspiel geben, der Gruppe Absolut. Und wir haben da eine kleine Überraschung vorbereitet, wir verraten noch nichts, aber es ist ein Titel, der euch anspornen soll, nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr und alle Jahre weiterzumachen. Es ist Locomotive Brass von Jethro Tull. Und es ist für alle Sieger, die ihr gleich sehen werdet. Locomotive Brass von Jethro Tull. Kommt an die Bühne, jubelt und danach gesamt die drei Herren hier. Den Siegfried Gessbaum und den Jürgen Martin Schlieger. Und wenn die mir verraten, wenn sie geboren sind, locomotive brand runs the all-time loser and long to his death. Oh, he feels the pistons creeping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole a hammer and the train that won't stop going, no way to slow down. Children jabber on the stations one by one. This woman and his best friend embedded having fun. Oh, he's crowding down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the hammer and the train that won't stop going, no way to slow down. Jahrgang 36. Bitte mal einen großen Applaus. Der Siegfried ist heute hier mit unserer alten Feierabteilung. Dieser kleiner Preis für den Siegfried, für die super Leistung. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, nächstes Jahr wieder. Wir werden trotzdem Folgendes machen. Den Jürgen Martin, den werden wir noch einen Preis zukommen lassen, weil wir das Datum jetzt nicht genau wissen. Sorry. Trotzdem, vielen Dank, alles Gute und wie gesagt, ein Foto und ein Beifall. Die älteste Teilnehmerin. Rufen wir auch nochmal her. Und zwar ist das unsere Theresia Lemke aus Eichendorf. Theresia, wo bist du? Kommst du nochmal her? Theresia, bist du noch da? Ah, ein riesen Applaus. Hey, bist du Teilnehmerin? Glückwunsch.
Und dann machen wir gleich weiter, bevor die Gesamtsieger endlich kommen dürfen. Meine Güte, haben wir hier. Wir machen nochmal die jüngsten Teilnehmer und da haben wir. Ja. Oh nein, die hat nicht mitgemacht. Den jüngsten Teilnehmer, das kann ich gar nicht glauben, das ist Lede Klein, 98. Lede. Lede Klein, jüngste Teilnehmerin. Ja. Nein, das ist Silvana Mondschein. Silvana Mondschein, warum steht die. Ach, 99, sorry, Lede, du bist gar nicht jüngste. Tut mir leid, bin verwirrt. Silvana, tut mir leid, komm her, die jüngste. Silvana Mondschein. Silvana Bodenstein. Und dazu holen wir gleich den Jüngsten. Und jetzt darf nichts schief gehen. Jetzt guck ich hier nochmal rein. Luke, schon wieder. Luke, wo bist du? Luke, du bist der Jüngste heute. Ist das schön? Luke Töpfer. Luke Töpfer. Luke Töpfer. Ist Luke noch da? Luke ist von der Wasserwacht. Kriegen wir uns raus. Er ist schon weg. Okay, dann reichen wir das nach. Danke. Und jetzt nochmal, alle, die noch da sind, Riesenapplaus für die Siegerin, Gesamtsieger der Frauen, Franziska Jordan aus Rostock, 2615. Franziska Jordan. Franziska, Antje und Nicole, so sehen unsere Gesamtsiegerinnen in diesem Jahr aus. Vielen Dank an euch. Bleibt noch oben stehen, wir holen euch die schicken Jungs dazu. Und dann kommen wir zu den Gesamtsiegern bei den Jungs. Und da ist auf Platz 3 aus Lübeck, Maltes Gambart mit noch 25, 29. Maltes Gambart, Gambart, sorry, SV Lübeck, 25, 29. Geht nach raus. Auf Platz 2, sehr ungewohnt, aber ich möchte nochmal da sehen, ist auch schön. Jan, komm mal, was für dich. Jan Grebe aus Rostock. Jan Grebe, 25, 15. Ein sympathischer Athlet, der jede Woche hier unterwegs ist, immer noch Höchstleistung vollbringt. Jan, oder? Ja, komm. Wir nehmen ihn nachher auch nochmal in den Arm. Okay, und auf Platz 1 heute, mit einem kleinen Vorsprung, aber trotzdem aus Berlin. SC Magdeburg. Philipp Greta, 24, 59. Wir haben wieder 50, 54. So, Herr Schaff, so sehen Sie aus, die Gesamtsieger. Wir sind fertig, wir sind am Feierabendtisch. Vielen Dank an euch. Wasser gehen. Es geht mir gut.